Mein Name ist Bernd Schneider, bin 43 Jahre alt, fünffacher DTM-Champion und fahre in der Mercedes-Benz C-Klasse. Also das gleiche Thema wie letztes Jahr. Ich meine, es waren, glaube ich, bis Hälfte von der Saison 10 Fahrer hatten die Möglichkeit, Meister zu werden. Letztes Jahr war es extrem, dass die Vorjahreswagen bis Saisonhalbzeit mitgehalten haben. Das kann dieses Jahr wieder passieren. Und von daher kann man sich auf gar keinen festlegen. Dafür sind zu viele gute Teams und Fahrer am Start. Ich kann nur von der Fahrerseite aus sprechen. Das ist ganz klar die Autos, das Team, die Möglichkeiten, die man hat, sich zu entfalten. Und nach der Formel 1 ist, glaube ich, die DTM die Serie, wo das geboten wird einem Rennfahrer, was man haben will. Ein siegfähiges Team, ein großes Team, das arbeitet, was an einem glaubt, einen unterstützt und einem das Auto hinstellt, mit dem man auch gewinnen kann. Nach außen sieht das immer so aus, als wären wir Einzelkämpfer, aber Motorsport ist mehr Teamarbeit als manche Mannschaftssportarten. Wir sind bei HWA 200 Leute, die für den Sieg arbeiten und von daher ist es ganz wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und nur so kann man am Endeffekt rennen und eine Meisterschaft gewinnen. Es gibt vielleicht einen besseren Beruf, aber ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ich freue mich auf die DTM 2008, weil ich wieder Meister werden will.